So, die Mikros sind jetzt auch da und begrüßen Sie bitte nochmal Bernhard Groß und Vincent Zediger. Ja. Ja, vielen Dank noch einmal, Bernhard, für diese wunderbar genaue Analyse des Films, für die Rekonstruktion auch der sehr unterschiedlichen Rezeption, die diesem Film zuteil wurde in der romanischen und in der deutschsprachigen Welt, und für diese sehr schön provokante These, mit der du die Analyse beschlossen hast, vom Autor aus einer metaleptischen Konstruktion und Erfahrungsform. Da kommen wir sicher gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte eigentlich einsteigen schon mit der Feststellung, dass das sehr erstaunlich ist, was die Frida Grafe da schreibt. Ich mag Frida Grafe eigentlich. Ich auch. aber das fand ich schon ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Und zwar zunächst mal ganz unabhängig davon, was der Text darüber aussagt, was sie vom Film gesehen hat und was sie nicht gesehen hat, sondern einfach diese Konstruktion, dass sie im Namen eines Bildungsniveaus da auftritt und das für sich selbst in Anspruch nimmt, dem Pasolini nicht gewachsen sei, und dann auf andererseits einem authentischen Volk die das Wort reden will, das Pasolini wohl auch nicht verstanden hätte. Eine, mit Verlaub gesagt, erstaunlich anmaßende Sprecherposition, die sie da konstruiert. Bei der man sich dann fragen muss, was hat sie denn vorher von Pasolini eigentlich gesehen und mitgekriegt und gelesen? Aber wir müssen jetzt nicht eine Metakritik von Grafe präsentieren. Man kann das vielleicht schon nochmal reinnehmen. Aber ich möchte an einen Punkt einsetzen, den du auch herausgearbeitet hast. Boccaccio ursprünglich siedelt ja seine Geschichten in Florenz an, aber es gibt so eine gewissermaßen Deklination dialektaler Differenzen und territorialer, kultureller Unterschiedlichkeiten innerhalb dieses damals ohnehin sehr vielgestaltigen Gebildes, das heute etwas verspätet Italien heißt. Zu den Entscheidungen, die eben Pasolini hier fällt, abgesehen davon, dass er, wie du sehr schön gezeigt hast, die vor allem auch die Männerfiguren in zeitgenössischen, also 60er, 70er Jahre Erscheinungsbildern auftreten lässt, gehört diese Entscheidung, sie alle napolitanisch sprechen zu lassen. Und den Film, die Geschichten in Neapel anzusiedeln und das Napolitanische zur Sprache des Films und zur Sprache der Figuren und zur Sprache dieser fiktionalen Welt zu machen. Das ist ja insofern interessant, als das Napolitanische in Pasolinis Welt, vor allem dann in den 70er Jahren, eine sehr besondere und in gewisser Weise privilegierte, fast schon messianische Position einnimmt. Ich spitze das jetzt mal zu. Also wenn man die Lettere Lutherane liest, die natürlich später kommen, aber also so um 75 dann zusammenkommen, die als Kolumnenzyklus oder Textzyklus ja so etwas wie eine Antwort auf Rousseaus Emil sind, wo Pasolini so etwas wie ein Idealbild einer Erziehung zu entwickeln versucht, aus der ein Entkommen aus den Übeln der Konsumgesellschaft und dieses unterschwellig dann doch noch realisierten Faschismus, den er kritisiert, möglich wäre. Und der Adressat der Lettere Lutherane ist ein idealtypischer junger Mensch aus Neapel, dem zugeschrieben wird, dass er Kraft seiner Herkunft eigentlich über die Eignung verfügen würde, eine Erziehung zu durchlaufen, die ihn bewahrt vor den ganzen Übeln, die Pasolini kritisiert. Diese Figur ist eine theoretische Fiktion, die etwas Engelhaftes hat. Mhm. Also wenn man an die
Kinder am Ende denkt, die dann in seiner Vision auftreten. Dieses engelhaft-messianische scheint da eine bestimmte Rolle zu spielen. Nun, wenn ich die Frage nach der Bedeutsamkeit des napolitanischen Dialekts in diesem Film stelle, ausgehend von den Lettere Lutheranen, nehme ich natürlich etwas vorweg, was hier gar noch nicht thematisch ist oder nicht so explizit thematisch ist. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem etwas dazu sagen. Wie liest du zunächst mal diese Entscheidung, die ja, also du hast das ja auch so hergestellt, natürlich eine Homogenisierung darstellt für jemanden, der sonst die dialektalen Differenzen innerhalb Italiens immer so stark valorisiert hat und als erster ernsthafter Poet überhaupt im friaulischen Dialekt Gedichte veröffentlicht hat, ist das ja keine banale Entscheidung, das ist eine Setzung. Na, ich würde sagen, man könnte das Dekameron darauf bezogen, also auf das Napolitanische, quasi als ein Remake von Comizi d'Amore sehen. Habt ihr den schon gesehen? Und übernächste, okay. Übernächste Song. Dann erzähle ich das ganz kurz. Also da gibt es immer wieder Szenen, das werden Sie sehen, die sind auch benannt. Da geht es um die Lex Merlin, so heißt die Anfang der 60er, also Comizi d'Amore ist von Anfang der 60er Jahre, von Pasolini, Entschuldigung. Da geht es eben um dieses Gesetz, das in Italien verbietet, dass Prostituierte auf der Straße sich anbieten, dass Prostituierte auf der Straße, umgekehrt, dass die Bordelle nicht mehr existieren dürfen, die sollen zugemacht werden. Und dann gibt es eben Diskussionen, das zieht sich durch den Film, und dann gibt es Diskussionen darüber, wie die Männer das finden. Und dann haben wir immer wieder tauchen diese Szenen in Neapel auf, wo Männer zusammenlaufen und darüber diskutieren. Und dann haben sie sozusagen also die Art von Gestus, von Ausdruck, von Sprache natürlich, von Sprachduktus, der ist sozusagen exakt so, wie er jetzt hier inszeniert ist im Decameron. Der Unterschied ist, glaube ich, der, und da würde ich jetzt zu Gennariello kommen, das ist diese Figur aus den Lettere Lutherane. Das, was Pasolini da macht in dem Text oder in dieser Rousseau-Nachbildung, also ist genauso, wie du beschrieben hast, es kommt, glaube ich, nur noch ein Punkt dazu, nämlich, dass er die prinzipielle Differenz des Autors, also das ist quasi so eine Art Briefe, die Pasolini an diese imaginäre Figur schreibt und macht sozusagen genau diese Pädagogik, wie du sie beschrieben hast, und sagt aber eben auch, es bleibt eine prinzipielle Differenz, wir werden uns niemals begegnen können. Also begegnen können im Sinne, dass wir sozusagen also meine Erfahrung, Pasolinis Erfahrung in seinem Alter und so weiter und die Erfahrung, die du hast, also das ist ein 13-, 14-jähriger Junge, die werden wir niemals teilen. Es wird eine prinzipielle Differenz bleiben. Und ich glaube, sozusagen, das ist hier eigentlich die Grundlage für das Decameron, insofern als das Napolitanische hier weniger, also sozusagen nochmal in der Reinszenierung, so wie es als eine bestimmte Originalität in Comizi d'Amore auftaucht. Sie werden das sehen, da sind dann andere Figuren, andere Dialekte, also aus Norditalien, dagegen gesetzt. Und das ist sozusagen richtig wie so ein Kaleidoskop der verschiedenen Regionen Italiens, eben mit dem Zentrum Neapel, aber hier sozusagen als was Originäres gesetzt. Und ich glaube, das ist es hier eben nicht mehr. Also es ist sozusagen viel eher, und da geht es dann für mich genauso in das Genre, viel eher etwas, wo das Napolitanische sozusagen schon das Klischee für Italien ist. Also das Klischee für das bäuerische Italien mit dem Dialekt, die sprechen zum Beispiel immer, die sprechen kein S, sondern SCH. Das ist ganz wunderbar, wenn man irgendwie eine dialektale Form, wenn man die in der Kirche sprechen hört.
wenn die in der beim Gottesdienst die Pfarrer dann sagen, die immer sta scritto ma io vi digo, also sta scritto, es steht geschrieben, ich aber sage euch, aus dem Matthäus-Evangelium. Und das ist sozusagen, also ich würde mal so sagen, wenn selbst ich das verstehe, dann kriegt das sozusagen eine Form von quasi Klischee, die meines Erachtens hier verarbeitet ist, die genau diese Differenz der 60er Jahre zu den 70er Jahren ausmacht. Das heißt, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du der Verflachungsthese dann doch beistimmen? Nee, also nein? Nicht in dem Sinne, also sozusagen, ich glaube, man kann es nicht über die Sprache, also die Filme funktionieren nicht mehr über die Sprache. Das wäre jetzt die für mich die Differenz. Also die Heterogenität stellt sich ein über diese Art von Blickkonstruktion. Nicht über die Sprache. Also ich würde schon sagen, dass es eine Homogenisierung auf der sprachlichen Ebene ist. Also das ist ja jetzt auch kein, also Sie kennen vielleicht die Abschwörung von der Trilogie des Lebens. Er hat ja dann danach relativ schnell die beiden anderen Filme gemacht und schreibt dann eben kurz nachdem die beendet sind, bevor er Salo macht, diese Abschwörung der Trilogie des Lebens. Und da kommt das sozusagen auch vor, also wo das quasi aber, also wo die meines Erachtens die ganze Bewegung, die da drin steckt in Bezug auf seine eigene Arbeit, eben auch mit negiert wird. Also das ist eine Lesart. Also wie gesagt, da würde ich jetzt ganz klar sagen, das wäre jetzt eine Lesart, meine Lesart zu sagen, die Heterogenität, die das Werk vorher bestimmt, ist hier wirklich in dieser Art von Blickkonstruktion und von Perspektivierung, also dafür sind die Zitationen meines Erachtens da, in dieser Perspektivierung der Blicke, dieser Blickkonstruktion und nicht mehr in der Sprache. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz nachhaken, die Alteritätserfahrung, an der er festhält in den Lettere Lutherane, wo er sagt, es gibt zwischen deiner Erfahrung und meiner Erfahrung einen Abgrund, der nicht zu überbrücken ist. Würde ich sagen, ist eine, die eigentlich durchgeht. Das ist das, was er beschreibt als die Erfahrung seiner Begegnung mit dem, was er dann das Subproletariat nennt. Nicht? Er kommt über den Apennin und kommt nach Rom und trifft da Leute wie Ninetto Davoli, die er vorher noch nie gesehen hat und von deren Existenz er keine Vorstellung hatte, und ist völlig fasziniert und zugleich in eine Alterität geworfen, aus der er nicht mehr rauskommt, an der er aber auch festhalten will, würde ich sagen. Also ja, auf jeden Fall, aber ja. In der er festhält, also das ist ja sozusagen die ganze Konstruktion in den Romanen und dann in den Filmen, dass es eigentlich immer darum geht, einen Autor oder einen Erzähler zu haben, der anders ist als die Figuren. Der Erzähler arbeitet mit geschriebener Sprache, die Figuren mit gesprochener Sprache. Der Erzähler ist irgendwie ein Kleinbürger und die Figuren sind Subproletarier. Also sozusagen geht es immer genau um diese Differenz, und es ist programmatisch, systematisch, diese Differenz aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, und ich glaube, und das geht weiter, das geht auch, glaube ich, in diesem Film weiter, aber eben auf einer anderen Ebene. Also tatsächlich jetzt vollkommen auf dieser visuellen Ebene. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich finde es sehr schön, dass wir diese ganz andere Sorte von Filmen, die in dieser Trilogie verkörpert sind, in der Reihe haben. Und natürlich sind Ihre Annäherung jetzt über das Genre-Kino, sozusagen der Qualität, dem nahezukommen, sehr interessant gewesen. Wenn ich auch sagen muss, dass ich diese Annäherung ans Genre-Kino nicht so ganz nachvollziehen kann und da vielleicht mal irgendwie anders ansetzen würde, weil ich auch denke, dass Rancière eine Struktur des postmodernen Denkens aufweist, auf den Sie sich ja bezogen haben in dieser Gleichstellung von Genre-Kino und Autoren-Kino, die ich auch nicht mitvollziehen würde, weil ich denke, das ist gesehen von einer
Avantgarde-Perspektive und in der Avantgarde-Perspektive wird sozusagen das Triviale oder Populäre angeeignet. Und ich habe eigentlich Pasolini in seinen Schriften, soweit ich die kenne, genau so verstanden, weil er ja zum Beispiel bei der in dem Aufsatz oder in mehreren Aufsätzen kommt es ja vor, diese von Ihnen auch zitierte freie indirekte Rede oder freie indirekte subjektive Perspektive, wie er es dann aufs Kino überträgt, meint ja, das andere sprechen zu lassen, ne? Also diese Alteritätserfahrung in einer anderen Sprecherposition in den Figuren selbst zu verankern. Also ich sehe eigentlich gerade nicht diese Trennung von Autor und Figuren, sondern die Utopie liegt ja darin, eben als bürgerlicher Autor oder Künstler eben trotzdem das andere, also das klassenmäßig andere auch sprechen zu lassen, ohne das sozusagen von dieser bürgerlichen Ästhetik aus zu tun. Und ich glaube, das Problematische an diesem Film oder diesen Filmen ist vielleicht, oder das etwas Harmlose ist eben, dass er tatsächlich diese Utopie jetzt oder dieses vorindustrielle Leben wirklich im Positiven, sozusagen ohne den tragischen Bruch, den die anderen Filme ja haben, erzählt. Und eigentlich, ich finde, aber die haben schon eine Qualität, also ich würde das jetzt gar nicht so abwerten, aber ich bin eigentlich auch jetzt beim zweiten Sehen nochmal, mir schien, dass es doch eine Selektion gibt, ohne dass ich jetzt Boccaccio mich so gut erinnern kann, also da jetzt keine so Kenntnis vorweisen kann, aber mir scheint, dass diese Episoden, die er auswählt, doch darauf hinauslaufen, dass es immer um Geschichtenerzähler in der Geschichte geht. Also all diese Figuren erfinden Geschichten oder haben Träume, was ja auch Erzählungen sind. Das sind alles Erzähler, die aber also in ihrem Kollektiv, ne, diese theatrale Vorführung inszenieren, um sozusagen dem Objekt ihrer Begierde, was auch immer das ist, habhaft zu werden. Also es geht doch immer um die Befriedigung der Lust, also auch wenn es um Mord geht. Und um diese Befriedigung zu bekommen, muss eine Geschichte erzählt werden oder es wird ein Bild zitiert. Also ich denke, da ist auch diese Heterogenität von Alltagserzählung und dann diesen Bildzitaten. Also es passt eigentlich alles zusammen. Also dass er auf diesen verschiedenen Ebenen, was Sie jetzt mit Heterogenität formuliert haben, immer die Theatralität im Alltag meint und sozusagen Individuen erfindet in dieser bäuerlichen vorindustriellen Sphäre, die eben vor dem Fernsehen und vor dem Kino eben in ihrem Leben diese Theatralität aktiv inszenieren. Und insofern ist es schon ein Film, oder das sind es alles drei Filme, die sehr nah an der Ideologie von Pasolini sind oder an dieser politischen Utopie. Und insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass sie jetzt das Genre-Kino da ins Spiel bringen. Ich denke eher die Schriften, also die sie ja auch aufgeführt haben, die diese Montierung oder dieses Vereinigen der heterogensten Stoffe und Ebenen und Stilhöhen ist ja ein avantgardistisches Mittel. Und er zitiert ja auch die Methode der Collage und die Pop-Art, um diese freie indirekte Rede zu begründen. Deshalb, also das ist ein avantgardistisches Verfahren. Und also insofern komme ich da nicht ganz mit klar, weil Genre-Kino ist ja homogen, ne? Und eben nicht heterogen, also nicht dissonant. Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass ich Rancière schon anders verstehe. Also wenn Sie La Fable Cinematographique nehmen, dann würde ich den, das ist ein Buch von Rancière, was er um die Jahrtausendwende veröffentlicht hat. 2001. 2001 veröffentlicht hat und wo er eigentlich sehr, also das ist sozusagen, würde ich denken, das zentrale Buch, wo er dieses Verhältnis von Genre-Kino und Kunst-Kino, Autoren-Kino, wie immer man das nennen will, entwickelt. Und zwar aus dem Missverständnis, das er erarbeitet, aus einem Missverständnis der Avantgarden der 20er Jahre. Er nimmt da einen zentralen Text von Jean Epstein,
indem er eben sozusagen versucht zu entwickeln, dass die Dichotomien des Kinos, also die Vorstellung davon, dass es eine reine Kunst sei, die Vorstellung davon, dass es dass die, das Reine dieser Kunst sei, dass sie völlig neue Arten zu erzählen hat, nämlich in Bildern, dass sie sich deswegen abgrenzt von Literatur, Theater und so weiter. Dem stellt Rancière in diesem Buch entgegen, ja, das ist schön, aber das Problem ist, das Kino hat sich völlig anders entwickelt. Das heißt, das, was sich durchgesetzt hat, also einfach vom quantitativ, ist das Erzählkino. Das hat alle diese, diese Erzähltraditionen von Literatur und Roman und so weiter aufgegriffen und Theater aufgegriffen und hat sie verarbeitet. Und was er versucht, ist eigentlich genau sozusagen aus diesem, er sagt sozusagen, diese Dichotomien, die herzustellen, sind eigentlich, sind genauso wirksam durch die ganze Filmgeschichte, durch die ganze Filmtheorie, wie sie aber auch in eine Sackgasse führen. Und die, das ganze Buch ist quasi der Versuch von, da haben sie sozusagen genau diese Gegenübersetzung, da geht es um Rossellini, da geht es um Godard, da geht es aber genauso um Anthony Mann, einen absolut klassischen Genre-Regisseur, der Western gemacht hat, und er versucht sozusagen durch die ganze Filmgeschichte hindurch dieses Missverständnis zu klären, also beziehungsweise dieses Missverständnis aufzuzeigen, wo das immer wieder auftaucht, diese Gegensätze, die da aufgemacht werden, und eben sozusagen dafür zu werben, und da, ich will jetzt nicht zu keine Rancière-Lektion machen, dafür zu werben, dass sozusagen unter seiner Idee des ästhetischen Regimes dass da quasi das Entscheidende wäre, die beiden Dinge zusammenzubringen. Also das kann man, glaube ich, sehr dezidiert an diesem Buch, an dieser Buchlektüre finden. Und das wäre jetzt die Grundlage. Und insofern wäre quasi, also unter der Voraussetzung, dass ich, das ist ja meine These, die kann man natürlich auch anders sehen, dass das, diese ganze Arbeit geprägt ist von Heterogenität, also zu versuchen, immer unterschiedliche Standpunkte einzunehmen und die aufeinander zu beziehen. Und dazu würde jetzt für mich absolut gehören, dass es zentral ist, dass Pasolini die eigene, also nicht Pasolini, jedenfalls nicht in der Literatur, das heißt aber der Erzähler in den Romanen und sogar in der Lyrik, wo quasi auch Erzähler auftauchen, ich will jetzt auch da nicht zu weit gehen, es immer darum geht, dass diese Figur etwas anderes ist, eine andere Klasse, eine andere Sprache hat als die Figuren. Das ist absolut zentral, das zieht sich komplett durch. Es geht immer darum, dass es anders ist. Also und meine Idee war jetzt zu sagen, und deswegen Genre-Kino für das Decameron, für diese Filme der 70er Jahre, dass die eben quasi nicht mehr mit diesem Unterschied auf der Sprachebene arbeiten, sondern dass sie das komplett in die Bildinszenierung verlegen. Und das dazu eben gehört, also dass man sozusagen, um das heterogen gestalten zu können, gehört das Genre-Kino. Also gehört diese Art von Serialität, gehört diese Art von Wiederholung, gehört diese Art von Stereotypik, die man jetzt auch nochmal beschreiben könnte, wenn man die drei Filme zusammennimmt. Also was ich zum Beispiel gesagt habe, dass immer die gleichen Schauspieler auftreten und so weiter. Und das wäre jetzt einfach so meine Idee gewesen zu sagen, das ist hier das Prinzip, das Programm geht weiter, aber es ist auf einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene wird es sozusagen ausgeführt als vorher. Ja, ich möchte da auch gleich nochmal nachhaken. Also ich glaube, Rancière ist vieles, aber er ist kein Vertreter der Postmoderne. Genau. Die ganze Pointe von Rancière ist, die Postmoderne ist vorbei, die Moderne geht weiter. Genau. Und der andere Punkt, und da würde ich bei deiner These schon nochmal ansetzen wollen, Genre ist vieles, aber nicht homogen. Wenn man, weiß. Aber also wenn man Genreentwicklung anschaut, stellt man fest, dass das ein Prozess der Rekombination, der Montage, der Collage von präexistenten Elementen ist, die, wenn man es auf den künstlerischen Prozess und die künstlerischen Entscheidungen runterbricht, sich in nichts unterscheidet von den vermeintlichen Verfahren der Avantgarde. Die
Bewertungsfeedbacks sind anders organisiert. Das geht natürlich über Einspielergebnis und über Box Office Response. Aber die Vorstellung, dass Genre homogen sei, ist eine retrospektive Fiktion der Theorie. Das lässt sich in der Filmproduktion in keiner Weise beobachten. Und meine Nachfrage zu deinem Argument wäre, ob es nicht notwendig ist, zu unterscheiden zwischen Serialität und Genrebildung und ob es nicht auch noch einen Unterschied gibt zu machen oder gilt, zu machen gilt, zum Beispiel zwischen, du hast ja das, die Wiederverwendung von Schauspielern als Element von Serialität benannt, also die Netto Davoli und Franco Citti, die immer wieder in den Filmen auftauchen und auch so ein bisschen Ausspiegelungen von Pasolini selbst sind in gewissen Hinsichten. Das Interessante dabei ist, es gibt im sogenannten Autorenkino das Phänomen der Truppenbildung ziemlich ausgeprägt. Also Fassbinder ist ein Beispiel dafür. Es gibt es aber natürlich auch im sogenannten Genre-Kino sehr ausgeprägt. Da teilweise im klassischen Hollywood-Kino, teilweise aus vertraglichen Gründen, teilweise aus künstlerischen Erwägungen. Ich habe mich jüngst schlau gemacht, es gibt in der Theaterwissenschaft nicht eine Studie zu der Frage der Wiederverwendung von Schauspielern und zur Truppenbildung. Das ist ziemlich interessant. Also es scheint ein Phänomen, was die Theaterwissenschaft bislang nicht wirklich interessiert hat, aber im Kino, weil die Castingentscheidungen dann von dauerhafter Konsequenz sind, ist das ein Phänomen, was schon zu analysieren ist. Das hat was Genrehaftes, insofern natürlich bestimmte Figuren Figuren, Schauspieler, Rollenkoppelungen bestimmte narrative Muster aufrufen und aktivieren, die dann durchaus Genre-Strukturen tragen können. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, dass das, was Pasolini mit dem wiederholten Casten derselben Schauspieler in vergleichbaren Rollen macht, schon Genre-Qualität hat. Und dann würde ich einfach nachfragen, wie du Serialität und Genre unterscheiden willst. Ja, also das würde ich jetzt erstmal noch zum Letzten, also das würde ich schon als ein sozusagen heuristisch sehen. Also ich habe das jetzt, einerseits wäre jetzt durch die ganzen Filme durch eben Ninetto Davoli und Franco Citti. Und das andere ist aber, das ist das Interessantere, also das ist ja sozusagen eine eben Form von Gruppenbildung, da passt es, glaube ich. Das andere ist aber, dass eben speziell, also so wie er hier plötzlich die Produktionsfirma wechselt, gibt es hier eben Schauspieler, die dann in dieser ganzen Tetralogie auftauchen, die vorher nie aufgetaucht sind. Das wäre das Entscheidende, ne? Dass die sozusagen, das wäre jetzt die andere Form von Miniserie, dass das, ich würde Zalo dazu rechnen. Man könnte jetzt auch sogar überlegen, ob man Petrolio noch dazu rechnet, aber gut, egal. Also sagen wir Tetralogie, und das fand ich das Interessante, dass da eben Schauspieler, also es gibt Ninetto Davoli und Citti, mhm. Und dann auf der anderen Seite eben sehr viel mehr Schauspieler, die nur hier auftauchen, und die vorher nie aufgetaucht sind in den Filmen. Und ansonsten ist es schon auch so, dass, wenn Sie die Filme gesehen haben, auch bemerkt haben, dass es eben auch andere Schauspieler jetzt nicht sozusagen die In-Group, dass die immer wieder aufgetaucht sind in den 60er-Jahr-Filmen, die hier aber jetzt nicht mehr auftauchen. Das kann man aber auch als Anschluss ans Volkstheater lesen. Weil die Truppenbildung ist eigentlich also ohnehin natürlich ein Merkmal der Commedia dell'arte, aber auch schon früher populäre Theaterformen. Ja. Und des napolitanischen Theaters ohnehin. Also, Also die Verbindung zum Genre, die war für mich natürlich sozusagen also erstmal auch als heuristischer Aufhänger darauf bezogen, dass das ist doch eben relativ massiv so tituliert worden ist. Also deswegen, die Funktion hatte natürlich auch das Beispiel Frieda Grafe, wobei man eben auch ganz viele andere Kritiken, Auseinandersetzungen findet, die das eben sagen. Es ist sozusagen Softporno, Sexfilm, sozusagen mit diesem, ich habe das ja gesagt, dass das richtig sozusagen ein Subgenre sich daraus tatsächlich entwickelt hat in Italien. Also insofern eher darauf und das Stereotype. Also ich hatte noch irgendwie, das habe ich alles gestrichen, wenn Sie sich angucken, wie oft eben der Penis
der verschiedenen Figuren gezeigt wird. Also auch das können Sie, wenn Sie das hintereinander zeigen, kann man irgendwie locker irgendwie 12, 15 oder was und habe es dann einfach gelassen. Und das ist in den anderen Filmen der Trilogie eben auch so. Das hat aber, und nochmal zu deiner ersten Frage, das ist absolut richtig, das hat, auch das hat irgendwie erstmal nichts mit der Realität zu tun, sondern die würde ich eigentlich sagen, also es gibt sozusagen bestimmte Arten von Serienform. Entscheidend ist, war die für mich aber in der Argumentation eigentlich erst an dem Punkt, wo es ums Fernsehen ging. Also diese metaleptische Form, und das war einfach die Frage, die andere Frage, die ich mir gestellt habe, wieso taucht Pasolini da auf? Wieso taucht er plötzlich auf? Wieso ist er in den Filmen, also auch in den folgenden Filmen, da spielt er in den Canterbury Tales, spielt er den Geoffrey Chaucer als Erzähler und taucht eben immer wieder auf und pusht sozusagen die Figuren, also tritt tatsächlich als Autor, als Erzähler in die Episoden ein und verändert sie dadurch eben auch. Und das war eigentlich der Punkt zu sagen, da ist der Moment, wo diese Verbindung sich herstellt, dass Pasolini, also wenn sozusagen Serienfigur oder Serialität, dann eigentlich Pasolini in dieser Art, wie diese Figur diese diese Teile verbindet und quasi als eine solche metaleptische Erfahrungsform funktioniert. Nur ganz kurz noch eine Anmerkung zu der Soft-Porno-Hypothese. Ja. Ich würde sagen, wenn die Zuschauer mit dieser Erwartungshaltung in den Film reingegangen wäre, dann wäre er eines plötzlichen Todes an der Kinokasse gestorben. Nicht? Also es kann das nicht vermutet sein. Vermutet ja Frieda Graf. Ja, nee, aber es kann nicht sein, dass die ganzen Leute, die da reingehen, einen Softporno erwarten, denn die wären enttäuscht worden und hätten das weitererzählt und da wäre nichts draus geworden. Der Film ist anders wahrgenommen worden. Ja. Das ist schlicht und einfach falsch. Aber nicht, also von der in Deutschland nicht. Von der Kritik schon. Aber das Publikum hat mit Garantie eine andere. Ach so, ja, das, ja, okay, ja, ja, ja. Wobei nochmal, also bei der Kritik, glaube ich, ist es wirklich diese, nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, ist es wirklich die große Enttäuschung. Ich vermute mal schon, dass Grafe die anderen Filme, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die anderen Filme kannte. Ja, gekannt, das ist schon natürlich, klar. Und dass es einfach eine große, ganz große Enttäuschung war. Also, und die haben von der schriftstellerischen Arbeit können die praktisch nichts gekannt haben. Also insbesondere die ganzen Essays und so weiter waren. Bei Vite war Romanista. Stimmt. Ja. Aber die ganzen, Moment, nee, aber von den ganzen theoretischen Texten war da eigentlich nichts veröffentlicht. Ja, noch nicht, auch nicht in Italien. Man hätte Zeitung lesen müssen. Ja, ja, stimmt. Ja, ich wollte nochmal versuchen, mein Argument nochmal zu verteidigen. Stichwort Postmoderne, also es geht ja jetzt nicht um eine Diskussion um postmoderne Ästhetik schlechthin, aber da Sie sich auf Rosière bezogen hatten, ging es mir nur darum zu sagen, dass gerade wie Vinzenz das nochmal ausgeführt hat, die Postmoderne ist vorbei, die Moderne geht weiter, das kann man auch bei Lyotard sagen. Ne? Also das ist Postmoderne, wie ich sie verstehe, das kann man sicherlich auch anders sehen, ist eben die Fortsetzung der Avantgarde-Ästhetik mit den Mitteln der Philosophie. Und dann kann ich natürlich alles auf einer Ebene, behandeln. Also vielleicht nicht aus diesem Buch, ich kenne vielleicht andere Schriften, aber das könnte ich schon ausführen. Die Sache mit Homogenität und Heterogenität, also ich würde doch sagen, dass Genre natürlich nur Genre sein kann, wenn es eine Einheit gibt, sonst könnte ich nicht verschiedene Genres erkennen und den Stereotyp des Genres als ein Erzählzusammenhang ausmachen und im Abendprogramm sozusagen aufgliedern für jeden verständlich. Also mir erscheint auch,
seltsam, jetzt Serialität so abstrakt jetzt als das Charakteristikum von Genre-Kino zu verstehen. Serialität ist seit Monets Kathedralserie, die man gerade im Städel besehen kann, ja auch ein avantgardistisches Prinzip, in dem man natürlich auch schon eine erste Aneignung von Montage und Rhythmus und sozusagen dem Staccato des Maschinenrhythmus sehen kann. Ne? Also da kommt ja schon diese Aneignung, von der ich gesprochen habe, diese Aneignung sozusagen des Low ins Spiel, also worauf er sich bezieht, also uns geht es ja um Pasolini und wie man seine Perspektive ausdeuten könnte, und da sie sich auf seine Theorie ja bezogen haben, muss man doch sehen, dass er nun ganz eben überhaupt nicht postmodern denkt, sondern also um das nochmal zu zitieren, auf Chaplin, aber Chaplin ist ja also als Autor gesehen, also seit, das wollte ich auch nochmal sagen, also diese Sicht auf den klassischen Hollywood-Film oder so Figuren wie Chaplin als Autorenfilmer, das ist ja etwas, was die Nouvelle Vague gemacht hat und was ja auch eine Entwicklung des Kunstfilms oder der Filmtheorie ist. Und da schließt er doch an. Und so wie er Godard und Straub und Glauber Rocha diskutiert, sehe ich jetzt nicht eine Abgrenzung, dass er jetzt diese Hochkunst da nicht als Filmemacher, also dieses Erbe nicht antritt oder sich da abgrenzt und stattdessen irgendwie eine Nivellierung von Genre-Kino und Kunstkino machen will. Also das geht jedenfalls aus seinen Schriften nicht hervor. Also ich wüsste nicht, wie ich das hier ableiten soll. Sondern er bezieht sich tatsächlich auch auf bildende Kunst, also auf das Prinzip der Collage-Technik, die Materialien aus der Realität, aus dem Alltag, so wie Zeitungsschnipsel, Fahrkarten und so weiter, einbindet, also zusammenbringt mit hochkünstlerischen Techniken der Ölmalerei und der Zeichnung und so weiter. Also man könnte in diesen Schnipseln von Bosch, also Bruegel-Bildern, also Schlaraffenland und diese Giotto-Nachahmung, eben so etwas sehen wie so ein Collage, so ein Detailreel aus einer kubistischen Collage. Das macht er ja dann auch noch an der Pop-Art fest, dass das da sozusagen noch extremer wird. Also er bezieht sich nur auf solche experimentellen, hochkünstlerischen Methoden, die er als Filmer dann auch benutzen will. Und vielleicht könnte man, das wäre vielleicht nochmal eine Frage, es sind ja auch in diesem Film schon so Chaplineske Verfremdungen drin mit dem Zeitraffer, und dieser Nino Davoli wird ja da schon eigentlich als Chaplineske Figur eingeführt. Das geht ja dann weiter im nächsten Film, in den Canterbury Tales ist es, glaube ich, ne? wo das dann wirklich Zitate aus Modern Times, glaube ich, gibt und so. Also da sehe ich ja eher so die Annäherung an das populäre Kino, aber mit seiner Filmtheorie im Visier. Vielleicht ganz kurz dazu, vielleicht gibt es noch andere Fragen auch. Achso, wolltest du jetzt warten auf Fragen? Ich habe es nicht kapiert. Ich wollte auch nur ganz kurz, also d'accord und dann ein Postskriptum. Ich gehe mal von der These aus, dass das Werk klüger als der Autor ist. Also sozusagen, so arbeite ich. Also das ist jetzt für mich keine, ich halte es für eine Sackgasse, sozusagen als der Weisheit letzter Schluss die Schriften des Autors halt zu sehen. Also ich würde da durchaus querlesen oder macht es einfach. Also sozusagen das ganze Buch ist auch so gearbeitet, dass sozusagen genau das eigentlich die Aporie für mich irgendwie zu überwinden, um sozusagen noch was anderes zu machen. Und das würde ich hier eben auch sagen, dass das, dass diese Auseinandersetzung mit dem Genre-Kino sozusagen auch etwas ist, was sich hier in den Filmen zeigt, ohne dass das jetzt in den Texten diskutiert sein muss. Gut. Ja, ich habe zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Das eine ist, ich würde ganz gerne einen Versuch wagen, die Frieda Grave zu verteidigen, weil ich gehe davon aus, dass sie den Film ja auf der Berlinale im Wettbewerb gesehen hat, wo der ja lief, und wenn man das so gehört hat und zwischen den Zeilen
liest, dann ist da eigentlich eher so eine versteckte Berlinale Kritik drin. Also wo es dann auch darum geht, was sind das für Filme, die jetzt gerade ausgewählt werden, die dem Zeitgeist entsprechen, dann ist das noch dazu, auch das ist vielleicht ein interessanter Punkt, eine Co-Produktion mit Deutschland. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass das bei einem Pasolini-Film der Fall ist. Ich glaube, Bocile war auch. Bocile auch schon, okay. Aber das ist natürlich etwas, was sie sehr, sehr ärgert, wo man vielleicht auch sagen kann, das ist, warum wählt die Berlinale dann ausgerechnet den Film in den Wettbewerb aus und warum nicht die vielen vorher oder warum haben die es nicht geschafft? Also das nur so als vielleicht kleinen Hintergedanken, warum Kritiker oftmals ja auch strenger urteilen bei diesen Filmen, ja, die in solchen großen Festivals laufen. Also, kennst du die Festivalgeschichte von Pasolini? War das der erste Film, der auf der Berlinale gezeigt wurde? Ich müsste nachschauen. Nee, das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Also nee. Aber das ist jetzt in dem Jahr, also Anfang der 70er gab es ja einige Skandale oder zumindest Kritiken gegenüber der Berlinale Auswahl und Berlinale Leitung hat sich ja bis heute durchgezogen. Ja, klar. Und das ist vielleicht nur ein Versuch, also das nur für den Hinterkopf, warum sie vielleicht etwas strenger geurteilt hat als sonst. Was ich noch gerne ansprechen würde, weil das ja heute die einzige Chance ist, über Pasolini als Schauspieler noch mal ein bisschen zu reden, denn er hat ja auch vor seiner Karriere schon als Schauspieler gearbeitet. Was hat das für einen Einfluss gehabt und wie hat sich das entwickelt? Also einfach so ein paar Hintergrundinformationen würde ich total gerne haben, was Pasolini als Schauspieler ausgemacht hat und was er davon dann eben in seine ganze Regiearbeit reingezogen hat. Da muss ich jetzt leider zurückfragen, wo hat er vorher als Schauspieler gespielt? Wir haben am Anfang drei Filme gezeigt. Er hat bei Louis Trenka hat auch mal mitgespielt, einen Film über die Dolomiten irgendwie, Flucht durch die Dolomiten oder so. Echt, da taucht er auf? Ja, ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er bei den Drehbüchern mitgeschrieben hat. Ja. Trenka halt Drehbücher geschrieben hat, Mauro Bolognini. Ja, genau, Bolognini nicht, hat er zweimal mitgespielt, auch glaube ich. Aber sind Sie sicher? Ja. Sie haben die gezeigt, man hat die gesehen. Gezeigt. Ja, ja. Cool. Also da gibt es zumindest irgendeine Ader von ihm. Das heißt, es ist jetzt nicht völlig überraschend, dass er jetzt hier auftaucht, für mich zumindest. Okay, aber dann ist quasi, das ist ja dann Mitte der 50er Jahre, das genau, heißt, dann ist eine Pause. Das sind 20 Jahre Pause. Ja. Wobei, also Lacci Uccellini spricht den Vogel, das ist nach den Vertragsmodellen der amerikanischen Filmindustrie für Animationsfilme auch eine Rolle. Ich meine, man könnte dann auch natürlich so die Fortsetzung von deiner These, Bernhard, reinbringen, dass Pasolini aus Figur, aus Erzähler, auch in Comizi d'Amore, auch in die Filme über Palästina, über Indien, über so irgendwie diese schauspielerische Leistung hier, vielleicht könnte man auch, sollte man auch in diese Kontinuität mit ihm aus Erzähler, aus Vermittler in verschiedenen Formen. Genres, absolut. Verschiedene Genres seiner Produktion, wenn man den Begriff anwenden will. Genau, Appunti per un restier d'Africana würde auch dazu gehören, absolut. Aber der Unterschied, würde ich jetzt sagen, ist quasi, also dass es natürlich keine fiktionalen Formen sind, also dass er da als Interviewer auftritt oder als Gesprächspartner und dass er hier tatsächlich Schauspieler ist und dass er vor allen Dingen, das habe ich versucht klarzumachen, sozusagen eine Hauptrolle hat. Also dadurch, dass es die Figur ist, die alles verbindet. Als Schauspieler alles verbindet. Und das ist mein, also ich müsste die anderen Filme jetzt... Spielt einmal in Don Juan auch ich weiß nicht mehr in welchem Film, ich muss mal nachschauen. Cool. Ja, aber ich find auch die These weiterverfolgenswert, die du am Ende dann entwickelt hast, also wo du nochmal in Erinnerung gerufen hast, in welchem Ausmaß Pasolini nicht nur ein Public Intellectual war, sondern eine Television Personality. Ja. Und zwar schon vor der Privatisierung des italienischen Fernsehens. Ja. Er war ein Talkshow-Stammgast in den 60er Jahren. Ja. Die Leute wussten, wie der ausschaut. Also der hatte eine sehr, sehr starke mediale Präsenz. Ja. Und für ein halbwegs informiertes italienisches Publikum war es nicht möglich, in diesen Film reinzugehen und nicht zu sehen, dass das Pasolini ist. Ja.
Also das war dann der Mann, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, ist jetzt auch noch der Giotto-Schüler. Und das ist schon nicht banal. Also auch die Stimme haben die Leute auch natürlich erkannt. Und, die Stimme ist synchronisiert und es ist nicht seine eigene. Aber ich meine, weißt du, bei Uccellacci, Uccellini, ja, okay. Das weil dieser hatte diese Tenor-Singsang-Stimme, die ziemlich unverkennbar ist. Ja. Und das wäre schon mal in der Tat auch nochmal eine andere interessante Studie, also was du am Ende gesagt hast, genau. Nicht der Autor als, als metaleptische Konstruktion und Erfahrungsform. Das spielt bei Pasolini schon in einer ausgeprägten Maße eine Rolle und geht auch, also ich überlege gerade, welche anderen Regisseure seiner Generation eine solche Präsenz entwickelt hätten als öffentliche Intellektuelle und Fernsehpersönlichkeiten. Also in den USA hast du die natürlich, William Wyler geht mit Bette Davis in die Johnny Carson Show und sowas, aber aber schreibt keine Leitartikel. Schreibt keine Leitartikel, ist nicht irgendwie eine politische Figur. Oder auf der ersten Seite. Genau. Und das macht der Fassbinder auch nicht, obwohl der ein bisschen mehr am Fernsehen ist. Ja, aber nicht in diesem Ausmaß, weißt du? Also ich meine, Pasolini ist einfach von den 50er Jahren an, ist der präsent in Medien und das ist ein Leitartikler und ein Schriftsteller und eine Fernsehpersönlichkeit. Wobei, glaube ich, tatsächlich in dieser massiven Präsenz wirklich dann, also es nimmt quasi in den 70er Jahren, also das ist ja auch sozusagen, was immer wieder diskutiert wird, jetzt aber nicht auf der Ebene. Das wäre jetzt, also das wäre, glaube ich, das, was ich da noch ausführen wollte, zu fragen, was bedeutet das in Bezug auf die Filme. Aber es wird natürlich sehr stark ausgeführt, dass Pasolini, also Witte beschreibt das zum Beispiel so, je konventioneller die Filme geworden sind, umso stärker ist er selbst als politische Figur präsent auf allen Kanälen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wird sozusagen direkt, auch viel direkter in seiner Auseinandersetzung, also wo er eben dann nicht als mehr als der Regisseur, der jetzt auch was zu keine Ahnung, irgendwelchen politischen Dingen sagt, sondern wo er sozusagen selber wie eine Art Politiker, als eine Art Politiker irgendwie gesehen wird. Also es gibt ja auch kommen jetzt die ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, der Ermordung, die das dann alles damit verbinden. Es gibt jetzt auch den Text in den Freibeuterschriften, wo er sagt, ich kenne all die Leute, was ich am Ende nochmal angedeutet habe, ne? Sozusagen diese prophetische Erkenntnis dessen, was da eigentlich abgelaufen ist. Also ich meine, das ist ja sozusagen politisch tatsächlich eine äußerst schwierige Zeit, diese 70er Jahre, eben mit diesen, wie man heute weiß, eben tatsächlich provozierten Bombenanschlägen und so weiter, also staatlich provozierten, nicht provozierten, sondern auftraggegebenen Bombenanschlägen, dass der sozusagen da eigentlich in die richtige Kerbe haut und auch sagt, ich weiß genau, wer das gemacht hat, ich weiß genau, wie das abgelaufen ist, ich kann es nur nicht beweisen. Da gibt es irgendwie einen sehr pathetischen Text in den Freibeuterschriften zum Beispiel. Und diese Art von Medienpräsenz, also ich wüsste keine Figur, die das keine vergleichbare Figur. Ich würde eben umgekehrt sagen, dass eben in dem Moment, wo die Freibeuterschriften in Deutschland erscheinen, 78, da ist er ja schon tot, ist genau diese Figur, wird quasi zu der, also als Leerstelle, also das ist, geht dann, das macht Witte ganz stark. Carsten Witte ist ein Filmkritiker und Filmprofessor gewesen, der auch ein Buch zu Pasolini geschrieben hat. Und der macht es eben ganz stark, dass Pasolini sozusagen in dieser Zeit eigentlich als der San Pierpaolo in Deutschland eine Leerstelle trifft des engagierten Intellektuellen, die es eben so nicht gibt. Also er vergleicht es mit Enzensberger, aber auch ganz klar zu sagen, niemals hat Enzensberger auch in seinen besten Zeiten eine solches Gewicht und solche Präsenz eben gehabt. Vor allen Dingen auch in allen Medien. Mediencrossing war das Stichwort. Er verkörpert es dann später. Darf ich noch mal kurz eine Anmerkung zur Präsenz von Pasolini in diesem Film? Die ist ja wirklich sehr interessant. Und er taucht ja dann wirklich
sehr prägnant auf in dieser Mantegna-Szene, die Sie beschrieben haben, der tote Christus. Erhebt sich, also haben Sie auch als Auferstehungsreferenz sozusagen gedeutet. Ich wollte nur noch mal einbringen, dass das ja auch ein Selbstzitat ist, weil er in Mamma Roma ja den Protagonisten auch in dieser Mantegna-Ikone, in dieser Mantegna-Ikone einbringt und das ja der Tod des Helden ist und Pasolini sozusagen draufsetzt, er als Künstler steht wieder auf und konfrontiert sich und hat dann dieses Bild der Transzendenz, also diesen Blick auf die Anna Magnani mit den Engeln, was ja auch nochmal an den Film Edipo Re erinnert, wo sie ja auch diese königliche Position hat, der eine Art Himmelskönigin. Also dieses Selbstzitat scheint mir wichtig und es scheint mir auch wichtig, dass diese Traumszene sein Künstlersein, seine künstlerische Vision anbindet an Traumszenen vorher, also wo der tote, der ermordete Geliebte auftaucht, der auch aus dem Jenseits spricht und dann sagt, er ist getötet worden und da liegt er. Also das ist die Erzählung und sie baut ja dann auch nochmal was drauf. Also sie ist eigentlich auch eine Künstlerin, weil sie dann so eine Art Altar baut mit dem Kopf des Ermordeten. Also das ist diese eine Traumszene und die andere, wo der dann zurückkehrt aus dem Jenseits und berichtet, also die Liebe ist gar nicht schlimm und ist keine Sünde und da wird man gar nicht bestraft. Also diese beiden Traumszenen sind ja verbunden mit dieser künstlerischen, mit diesem künstlerischen unbedingt. Traum und da sehe ich schon auch eine Theorie seines Autorseins, dass er sich doch zurückbindet sozusagen in diese Theatralität des bäuerlichen Alltags und diese trügerischen, diese Listen, diese Erzählungen, die eben da gemacht werden und die eben durch diese Dialoge mit dem Jenseits eigentlich so dieses gesellschaftliche Moment, also auch das Gesetz sozusagen, die Norm, eben das Lasterhafte, eben dieses Begehrens auch immer und dessen Überwindung zeigen. Also diese Ebene scheint mir wichtig und mir schien auch, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass Pasolini schon im ersten Teil erscheint als Schlafender, kann es sein, also dass er da in der Nähe dieser Schlaraffenland-Szene oder etwas später, also auch schon eingeführt wird als Figur aus dem Volk. Und ich finde, also das ist ja immer so seine Vision, die er hier nochmal bringt, auch wie in Edipo Re, da ist er ja der Anführer der Priester, der diesen ersten Text von Sophokles spricht und so eben diese Vermittlungsfigur zwischen Volk und Herrscher, also die Anliegen des Volkes vorträgt. Und also so ein bisschen was sehe ich in dem Film schon auch davon, in diesem Wiederaufwachen. Also, dass Pasolini da vorher auftaucht, also ich habe es nicht gesehen, also es ist auch nirgendwo gelesen, müssen wir jetzt nochmal gucken. Also, aber das ist eine starke Lesart und die hat seinen Freund Giuseppe Zigeuner ganz stark gemacht. Das ist der hier als Priester auftritt und den sterbenskranken Cappelletto die Beichte abnimmt. Giuseppe Zigeuner ist ein Maler, mit dem Pasolini einer der wenigen Freunde, die hier auftaucht. Das ist ja sonst, gibt es das ja auch von wegen Gruppe. Und der hat ein Buch geschrieben, Pasolini und der Tod. Und da taucht diese Lesart, also das quasi die Zitation würde, das wäre genau diesen Bogen, den Sie jetzt gemacht haben und der würde irgendwie enden, also der letzte Spruch von Pasolini ist ja, warum soll man eigentlich etwas vollenden, wenn es doch irgendwie geträumt genauso schön ist oder viel schöner ist. Und Sie sehen ja, dass das Fresko nicht fertig ist, also sozusagen dieses komische, da fehlt halt was und Zigeuner hat das eben gedeutet sozusagen schon als, der deutet das ganze Werk quasi, Pasolini hat irgendwie eigentlich immer schon sterben wollen, es ist sehr viel intellektueller und sehr viel differenzierter, als ich das jetzt sage. Und hat es eben gedeutet, dass hier eigentlich das, was Giotto selber passiert ist, als er das jüngste Gericht gemalt hat, da ist er nämlich gestorben und hat das nicht mehr vollenden können. Und dass das hier sozusagen die Replik oder der Bezug eben darauf ist, der aber genau diesen Punkt von sozusagen die Todes
Fantasien, die sich durch den Film ziehen und durch die Figuren ziehen, dass die hier eben ihren Abschluss findet. Als sozusagen eine Selbsttodesfantasie des Autors. Gut, vielen herzlichen Dank. Ja, ich möchte ganz kurz nur noch sagen, also als Richtigstellung, er hat bei Carlo Lizzani mitgespielt zweimal, Il Gobbo und Rick Quaescant, und bei Bologna dem Tränker tatsächlich nur das Drehbuch geschrieben. Also sie hatten natürlich recht. Insofern ganz herzlichen Dank für den Vortrag und den tollen Abend. Bernhard Groß, Dankeschön. Und Vincent Zediger natürlich. Und ich möchte natürlich darauf hinweisen, nächste Woche geht es schon weiter am 7. Mai, dann kommt Veronica Bravardelli und wir sehen vier doch recht selten gezeigte Kurzfilme. Und jetzt kommen sie gut nach Hause und haben sie einen schönen 1. Mai.